Das hier ist der Knie- und der Hüftprotektor der Bogotto Strat-On Motorrad Jeans, die ich euch jetzt im Unboxing von FC Moto vorstellen werde. Ich bin sehr, ehrlich gesagt, sehr fasziniert von diesem, von dieser neuen Art und Weise, Protektoren zu bauen mit diesem Wabengewebe hier. Da könnte ich stundenlang zu. Das ist meine neue Luftpolsterfolie. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Bogotto Strat-On hat 4 Stück davon verbaut, jeweils einen im Knie und pro Hüftseite auch einen in Taschen, in den Knien nicht höhenverstellbar. Und die, um dann beim Thema Sicherheit gleich mal dabei zu bleiben, der Kevlar- bzw. Aramid-Anteil, je nachdem von welcher Marke es gekauft ist, das abriebfeste Material ist bei der Strat-On, beziehungsweise einfach in dieser Preisklasse, denn die Strat-On ist jetzt aktuell auf 139,95 per FC-Motor reduziert. Da kann ich natürlich nicht erwarten, dass das die, die eingeschlossenen Polyamidfäden sind, Polyurethanfäden sind, und, sondern da haben wir natürlich die klassische Bauweise des abriebfesten Materials hier quasi in den, an den Sturzzonen. In dem Fall jetzt halt jeweils am Knie und eine so gesehen Art Unterhose, nämlich dieser komplette Sitzbereich von Hüfte bis zum Steiß runter ist dann auch hier hinten dran mit einem abriebfesten Material hinterlegt. Der Rest ist im Prinzip ja, das ja, Baumwollmaterial mit einem Anteil Elastan oder einem sonstigen Stretchmaterial, damit es ein bisschen besser sitzt, um den Schwung zum Komfort zu machen. Hier auch in den, kurz über dem Knie eine Stretchzone, auf der anderen Seite auch. Im Schritt ist jetzt allerdings nichts. Nicht so wie bei der anderen, bei der Bogotto Roadturn, die wir euch letztens schon vorgestellt haben, wo ja hier in der Mitte noch ein Stretchmaterial ist. Aber das erklärt wahrscheinlich auch die 20 Euro günstigere Marge, die hier bezahlt werden muss für die Bogotto Strat-On. Okay, schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, innen haben wir ja schon gesagt, da ist das Material. Oh, das ist, das finde ich einmal ganz, eigentlich ganz hübsch gemacht, denn der vordere Teil im Hüftbereich ist mit so einem recht sich angenehm anfühlenden Innenfutter ausgestattet. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das gleich anfühlen wird, denn ihr kommt ja wieder in den Genuss, mich in diese Hose einmassiert sehen zu, ich sag mal, müssen. Schnitt, klar. Five Pocket angelehnt. Sieht auch nach Slimfit aus. 1, 2, 3, 4, 5 Taschen außenrum. Ah, nee, sogar 6. Weil wir hier hinten am Popo links 2 Außentaschen. Wir haben hier die beiden Seiteneingriffe. Oh, die geht aber auch schön weit runter. Das mag ich. Und dann, ah, sehr schön. Hier modern, für moderne Zeiten. Eine Tasche hier am Oberschenkel rechts. Die geht sehr tief rein und die Form kennen wir ja, da passt höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut ein etwas größeres Smartphone rein. Ist dann allerdings wie die ganze Hose nicht wasser- oder windgeschützt, wobei der Wind im Handy ja relativ wenig ausmacht, erfahrungsgemäß. Machen wir sie wieder zu. Ich habe sie bestellt, einfach weil ich es brauche. Weite 36, Länge 34. Bogotto bietet die Motorrad-Jeans in den klassischen Jeansgrößen an. Also da muss man nicht groß umrechnen. Es geht hoch bis 40, 36. Und die kleinste Größe ist, ich muss spicken, die 28, 32. Und dazwischen in Zweierschritten alle Größen- und Längenvariationen dabei. Oh, und ich sehe, die andere Popotasche hat auch 2 Taschen. Gut. Wobei man da ja als Motorradfahrer selten was drin hat. Was gibt es noch zu erzählen? Tatsächlich gar nicht so viel mehr. Wie gesagt, ist gerade reduziert von 230 auf 140 Euro. So gesehen fühlt sich das jetzt erstmal ganz gut an. Nur mal einen kleinen Schwenk zur Sicherheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe sie mal von innen nach außen gedreht, um zu sehen, wo einfach jetzt noch diese abriebfesten Materialien verbaut sind. Und da sehen wir hier der komplette Knie- und Oberschenkelbereich und der äußere Teil der Oberschenkel sind noch hinterlegt oder verstärkt mit dem
abriebfestem Material und es geht dann nicht nahtlos mit Naht über eben in die besagte abriebfeste Popozone. Und dann kann man nämlich auch gleich mal sehen, dass die komplette Hose als Schutzklasse AA, also die zweithöchste Schutzklasse der persönlichen Schutzausstattung, klassifiziert ist, dass sie in der Türkei gemacht wurde und dass man sie bei 30 Grad waschen kann. Und jetzt ziehe ich sie mal an. Und da sehen wir auch schon den großen Unterschied zur Bocotto Roadturn, denn sie haben grundsätzlich völlig unterschiedliche Schnitte. Die Bocotto Straton, die ich hier anhabe, in 36-34, da müsste ich ganz locker ein bis zwei Nummern größer, damit es wirklich passt. Gerade hier ist es ein bisschen eng. Sonst bewahrheitet sich im Prinzip das erste Anfassgefühl vom Tisch eben, dass sie sehr gemütlich auf der Haut sitzt. Das fühlt sich gut an. Ist natürlich jetzt von der Passform ein bisschen eng, aber wie gesagt, wenn die richtige Größe am Haxen ist, dann müsste das gut passen. Auch sonst die Stretch-Zone über dem Knie ist sehr gut positioniert, muss man sagen. Die Protektoren sitzen ein bisschen niedrig, aber wie gesagt, es ist nicht die richtige Größe, die ich gerade anhabe. Und im Allgemeinen zusammenfassend zu sagen, mit der Straton bekommst du aktuell für 139,95 per FC Moto eine AA zertifizierte Motorradjeans. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Wem das Grau nicht gefällt, es gibt sie noch in klassischem Schwarz und in Denim Blue. Alles bei FC Moto. Das Ding heißt Bocotto Straton.